Moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Wie ihr hier seht, sind wir im Menü, denn wir haben drei Fähigkeitspunkte. Und ja, die krassen Fähigkeiten jetzt kosten nur mal drei Fähigkeitspunkte, da machst du ja nichts. Okay, ich sehe gerade das Problem. Die Fähigkeit hier freischalten zu können, müssen wir zuerst die hier machen. Das heißt, uns fehlt dann immer noch ein Punkt. Was natürlich sehr schade ist. Aber der ist ja auch fast gemacht. Und dann können wir unseren gesamten Schaden erhöhen. Und das werden wir auf jeden Fall für Datomir brauchen. Denn Datomir wird unfassbar schwer werden. Und da labere ich jetzt nicht einfach irgendeine Scheiße. Denn ich meine es wirklich ernst. Datomir ist ein wirklich richtig, richtig schwerer Planet. Ich finde es immer noch krass, dass wir hier einfach ein orangenes Lichtschwert haben. Das würde natürlich auch cool aussehen, oder? Gucken wir nochmal die Maegito-Sachen an. Ist schon Maegito? So. Ja, hat auch was. Hat auch was. Nehmen wir mal das. So. Dann können wir gleich mal nochmal einen Blick in unser Terrarium werfen. Der Roche hier sieht toll aus, Grease. Ist zwar Neuer nicht ihr Samen Ursprungsbaum, gepflanzt. aber er ist echt okay. Toll, was du mit den Ästen machst. Danke, Kleiner. Du bist okay. Und dann, ja, Ich geht's bin ab nach gespannt. Datum hier. Leute, was soll ich hier großartig sagen? Wir werden jetzt hier nicht nochmal irgendwohin zurückreisen und irgendwas erkunden und hast du nicht gesehen? Wir fliegen Ich soll jetzt nach nach Datum hier? Datum hier. Cordova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Sie nutzten die Macht? So wie die Jedi? Nein. Diese Hexen waren nur sie selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ha, klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende war einem Massaker fast ausgerottet. Datum hier ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. So. Wir erreichen in Kürze unser düsteres Ziel. Setz dich hin, Kleiner. Ihr habt es also gerade schon gehört. Datum hier ist jetzt nicht unbedingt der Planet der Freundseligkeit. Er sieht einfach aus, schon sehr düster aus. Ich habe Wände, ich habe Jedi. Alles gut. Ja. Kerl, hast du kurz Zeit? Du bist seit Bracca weit gekommen. Aber dein Ziel ist noch fern. Du sollst wissen, welche Herausforderungen dich noch erwarten. Ich schaff das. Ich kenne deine Fähigkeiten. Darum geht es gar nicht. Ich weiß, was zu tun ist. Ich hab's schon getan. Kerl, selbst die stärksten Jedi. Ich bin nicht Triller. Ich schaff das. Ich weiß, das habe ich auch nicht gesagt. Ich erwarte nicht, dass ihr irgendwas sagt. Es ist okay, Sia. Echt. Ich sorge mich um dich, Kerl. Mehr nicht. Ich sage euch, wie es ist. Datum hier ist unfassbar schwer. Und das sage ich jetzt auch nicht, um dann im Endeffekt sagen zu können, jo, war ja doch nicht so schwer. Datum hier ist einfach wirklich sehr, 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 sehr schwer. Sieht nicht freundlich aus. Ja, ihr werdet es gleich sehen. Hier haben wir schon mal unseren ersten Kandidaten, da kann ich es euch ja schon mal zeigen. Ihr seht es also, sogar obwohl ich ihn verlangsame, denkt sich dieser kleine Hurensohn. Jo. Ich lasse mein Moveset einfach mal gar nicht durchblicken. Jo.
Also, das ist halt wirklich. Leute, das war's mit dem Let's Play. Nein, Spaß beiseite, aber also, ihr seht schon, Datum hier ist wirklich richtig, richtig scheiße schwer. Ich sag's auch gerne noch 20 Mal und ich bin halt auch schon am Überlegen. Also, manche Gegner müssen wir natürlich machen, da bleibt uns nichts anderes übrig. Aber an manchen Gegnern können wir auch vorbeigehen. Ob ich es so wie bisher weitermache, dass ich halt alle Gegner fronte oder ob ich sage, no front und einfach vorbeigehe. Wir wollen ja, also ich sag mal, wir wollen ja vorankommen. Und ich glaube halt nicht, dass es unbedingt förderlich fürs Let's Play ist, wenn wir jetzt hier Ewigkeiten an so einfachen Dingern festsitzen. Also ich sag euch so, wie es ist. Beim zweiten Mal würde ich den jetzt hier wahrscheinlich sogar schaffen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ich laber nur, aber ich kann es euch auch gerne beweisen. Dann mache ich den jetzt halt mal schnell. Na okay, hat mich dazu bekommen, ich mache ihn jetzt. Nee. Spaß beiseite, aber also ich kann die natürlich alle machen. Ne? So ist es nicht. Ist halt die Frage. Inwiefern das intelligent ist. Ich hab's gesehen, ne? Ich hab's natürlich geschafft. Aber dennoch. Oh, Stufe 3. Jetzt bin ich tatsächlich am überlegen, ob wir nochmal zurückgehen. Ach nee, scheiß drauf. Wir gehen jetzt einfach schon mal weiter. Ich weiß gerade nicht, wo wir lang müssen. Ja. Danke, BD. Oh. Die Dinger sind auch recht interessant, denn dadurch verlieren wir ziemlich viel Leben. Was natürlich nicht so geil ist. Ätzender Planet, oder? Richtig ätzender Planet. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Das ist halt so behindert, Digga. Hilfe, BD. BD, stimmt. Yo. Das waren jetzt einfach drei Spinnen und ich habe jetzt schon drei Stims auch gebraucht. Also ihr seht, was ich meine. Wir würden das natürlich irgendwie irgendwann halt alles schaffen, keine Frage. Aber es ist halt die Frage, inwiefern es halt sinnig ist, das auch zu machen. Weil wir sicherlich dennoch häufiger mal sterben werden. Und das hält uns natürlich unglaublich krass auf. Mal kurz gucken. Wo muss ich denn jetzt eigentlich lang? Huh. Sehen wir uns das mal an. Ha. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. So eine dämliche Spinne. Gehen wir jetzt einfach mal dran vorbei. Also ehrlich gesagt, habe ich gerade nicht die große Ahnung, wo wir denn jetzt hier hin müssen. Hey, wie kommst du denn hier? Ich glaube, wir müssen weiter höher, aber die Frage ist jetzt, wie wir da hinkommen.
Lul. Ich habe halt echt keine Ahnung. Ach, hier war? Oder? Ja, lol. Ich bin aber dumm. Ist die einzige Spinne? Ah, ist die einzige. Oh! Ja, moin. So, die ist weg. Hm. Ah. Eine Kiste. Hey BD, siehst du dir mal an. Was ist das, BD? Neuer BD1 Skin. Na, okay, finde ich jetzt nicht so geil. Ich muss sagen, der gefällt mir auch echt noch ganz gut. Ich glaube, wir nehmen den jetzt mal. Und für die Mantis lassen wir den. So. Jetzt springen wir hier rüber. Ja, genau. Ja. Ach, Leute, ey, Leute, Leute, Leute. Und das meine ich halt, ne? Also es ist halt... Dato mir ist wirklich schwer und ich werde so machen, wie ich schon bereits gesagt habe. Also ich werde nicht alle Gegner machen, wir werden die Gegner machen, die wir auf jeden Fall machen müssen. Da kommen jetzt ja auch noch ganz andere Gegnergruppen auf uns zu. Aber diese Abfuck-Gegner von wegen mit Gift und hast du so, hast nicht gesehen, wenn wir da durchlaufen können, dann werden wir da durchlaufen. Weil sonst ist das, also das bringt ja nichts. Das bringt ja wirklich niemanden weiter. Das Gute ist jetzt, obwohl, warte mal, können wir es jetzt machen? Doch, müssen wir eigentlich machen können. Wir haben doch jetzt 3 Fähigkeitspunkte. Die werden wir jetzt auch erstmal einlösen. Im Schiff, drinnen, ich habe Wände, ich habe Jedi, alles gut. Ja. Tja, wie du siehst, helfen dir die Jedi auch nicht unbedingt weiter. Oh. Und ich weiß immer noch nicht, wo dieses komische Flauschvieh sein soll. So, kannst du jetzt mal hier meditieren oder was? So. Genau, 3 Fähigkeitspunkte. Und jetzt können wir nämlich den Lichtschwertschaden erhöhen. So. Das bringt uns auf jeden Fall schon mal ordentlich weiter. Im Schiff. Drinnen. Ich habe Wände, ich habe Jedi. Alles gut. Ja. Der ist auf jeden Fall komplett ruhig, der Dude. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir jetzt damit vorankommen. Also so schwer kann es jetzt eigentlich nicht mehr sein. Weil das Ätzende ist halt auch, du machst eine Kombi und die dummen Spinnen sind dann halt immer noch nicht tot. Das ist natürlich schon ein bisschen ätzend. Soll ich mal an dem hier ausprobieren? Okay, das war jetzt das falsche Lichtschwert. Ja, der Schaden ist schon ganz passabel. Beschweren kann man sich da eigentlich eher weniger. Nichtsdestotrotz habe ich. Also. Oh, okay. 2 Hits reichen also jetzt für die Spinnen. Gut gemacht. Das ist ja schon mal ganz gut eigentlich. Jetzt kommt hier ja diese eine Spinne wieder. Ja, okay. Das ist halt auch so dumm, dass sie halt immer zweimal angreifen. Ich brauche einen Stim, bitte. Oh. Das ist halt so blöde, ey. Also das hätte man... Ach komm, Bruder.
Das hätte man wirklich anders machen können. Mann! So. Ich brauche Hilfe. Jetzt haben wir einfach nur wieder zwei Stims, ey, das ist so blöde. Na, Leute, das wird nicht einfach. Ah, warte mal. So ein Ding ist das nämlich. Jo, genau. Hilfst du mir mal, BD? Oh, ätzend. Haben wir es geschafft. Jetzt können wir hier erstmal die Abkürzung freischalten. Das ist nämlich gut. Jetzt müssen wir nicht den ganzen Parcours mal wieder laufen. Und jetzt kommen wir hier auch weiter. Sind es. Sehr gut. Ah. Von ihr dachtet, es wäre jetzt schon schwer. Passt mal auf. Da war wirklich was drin. Passt mal auf jetzt. Was machst du hier, Jedi? Du musst eine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datomir ist für dich verboten. Los, verschwinde. Naja, das geht leider nicht, aber vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du? Ruhig, ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt etwas anderes. Warte, ich bin nicht hier. Die sind richtig stark, die Tinies. Also wirklich. Ohne Quatsch. Die sind richtig stark und deswegen muss man hier auch ein bisschen mit Köpfchen arbeiten. Wir werden dich zur Strecke bringen. Verhindert, dass er sich bewegt. Die fremden Biester. Okay. Ein Fremder. Also der Schaden ist ja schon mal echt nicht von schlechten Elten. Elten wahrscheinlich. Du kannst. Greif mich schon mal an jetzt hier. Ich will blocken. Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. Hä, lol. Okay. Die sind halt wirklich recht stark. Und das war halt gerade mal der Anfang. Also davon kommen noch einige. Auch des weiblichen Geschlechtes. Da vorne ist aber erstmal ein Speicherpunkt. Was ich ziemlich gut finde. Ich kann sie nicht öffnen. Die Tür ist zu. Und hier beginnt gleich auch mal eine richtige Party. Ach Quatsch, Fähigkeitenbaum. Das laber ich. Zack. Erstmal ein bisschen aufgefüllt hier. Jetzt beginnt nämlich der Spaß. Ich werde sie alle hacken.
Ja gut, so habe ich mir es allerdings nicht vorgestellt. Also, ach man, die sind halt wirklich saustark. Und ich bin so oft, wie ich jetzt hier auch sterbe, bin ich auch beim Dings gestorben, beim ersten Mal, als ich das Spiel durchgespielt habe, auf Jedi Ritter. Aber jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad gefallen, ey, das fühlt sich an, im Gegensatz zu Kashyyyk, fühlt sich das jetzt hier auf einmal an, als würden wir auf Mustafar in der Lava kämpfen. Belastend auf jeden Fall. Das wird richtig schwer. Also, das wird wirklich richtig schwer. Na, wollte schon sagen, wo bleiben die denn? Okay, er fällt erstmal eine Runde. Den Dingern kannst du nur ausweichen. Und die anderen kannst du halt immer zurückschießen. Noch mehr Nacht, Brüder. Gut gemacht. So. Ja, die Tür können wir wieder nicht öffnen, glaube ich. Ich glaube, sie ist versiegelt. Genau. Wir müssen da jetzt hier nämlich außen rumlaufen. Und dann können wir die dann auch öffnen. Als Abkürzung sozusagen. Das wird jetzt hier auch ziemlich schwer werden. Ich hab dich gefunden, Eindringling. Einen Scheiß hast du, Junge. So. Der ist schon mal ein bisschen lebloser. Ja, genau, hier kommen auch noch Ich welche. seh dich, Fremder! Oh, shit, Alter. Hilf mir bitte. BD, ich brauche Hilfe. So. Den haben wir auch fertig gemacht. Aber war hier nicht noch einer? Ah, man hört auf jeden Fall schon was. Na komm, schieß doch. Geht doch. Na komm, schieß doch. Schieß doch. Dumm gelaufen gerade. Ja, schieß doch mal. Ja, was ist mit denen? Hier war noch eine Kiste, die wir noch aufmachen. Willst du mal reinsehen? Wir müssen hier durch. Oh. Rennfahrer. Die sehen echt ganz geil aus. Du greif doch mal an jetzt hier. So. Jetzt müssen wir da hochkommen. Ah ja. Das hat ja schon mal ganz gut funktioniert, Kappa. Ja. So. Jetzt kann man nämlich hier rumlaufen. Der ist tot, ah, okay. Ach.
mir mal BD. Belastend. Du musst es einfach wissen, stimmt's? Ey, man muss sich hier so krass konzentrieren. Damit man hier nicht irgendwie am laufenden Bande verreckt. Also dazu mir. Ja, wie oft soll ich es noch sagen? Das ist kein so einfacher Planet. Ich habe auch richtig Schiss, dass immer aus jeder scheiß Sekunde irgendwas hier rauskommen kann. So, jetzt haben wir die Abkürzung schon mal freigeschalten. Jetzt kommen wir hier nämlich zu einer sehr brisanten Stelle. Oh, ein Weggefährte. Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Und dennoch bist du am Leben. Ein Lichtschwert. Nein, nein, nicht versteckt. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Auch die Schwestern der Nacht? Oh, ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Oh. Sie war noch ein Kind, als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wisst ihr über diese Ruine? Ach die, ja. Unsagbar alt, das ist sie. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie. Ansonsten widerfährt das auch dir. Jetzt überlege ich gerade, wir haben jetzt hier diese Abkürzung da freigeschalten. Ich glaube, wir werden jetzt nochmal kurz zurückgehen und dort speichern und den Part dort beenden. Dann kommen jetzt zwar die Gegner wieder, aber das ist ziemlich egal, weil ich nicht weiß, wann jetzt der nächste Speicherpunkt kommt. Der könnte natürlich direkt danach kommen, aber ab hier an weiß ich es halt wirklich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es jetzt auf jeden Fall nicht mehr so weit ist. So, Leute. Dann soll es erstmal für diesen Part gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Und dann würde ich sagen, haut rein und bis morgen.